haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Endstation Sehnsucht. Der Mann trug schwarz. Ansonsten war er unauffällig und sehr gepflegt. Mit ihm hätte sich jede Frau an jedem Opernball der Welt blicken lassen können. Ich persönlich mache mir nichts aus Opernbällen. Ulmer ist mein Name. Mein Sohn ist erschossen worden. Dafür ist die Polizei zuständig. Ach, die. Die ermitteln und was kommt dabei heraus? Die verfolgen nicht einmal die naheliegendste Spur. Und was wäre Ihrer Meinung nach die naheliegendste Spur? Mein Sohn war Tramführer. Und Sie glauben, dass er deswegen erschossen wurde? Was glauben Sie, was los wäre in dieser Stadt, wenn alle Tramführer erschossen würden, bloß weil sie diesen seltsamen Beruf ausüben? Mein Sohn hat vor einer Woche einen älteren Herrn angefahren. Es war ein Unfall. Aber der Mann starb auf der Stelle. Das klingt schon besser. Aber wenn es ein Unfall war, weshalb sollte man ihn dann deswegen umbringen? Das hat die Polizei auch gesagt. Aber ich bin sicher, dass da ein Zusammenhang besteht. Hatte Ihr Sohn sonst keine Feinde? Ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Mein Sohn war ein sehr zurückhaltender Mensch, sehr korrekt. Er hat schwer gelitten nach dem Unfall. Er hatte Albträume und war mit den Nerven völlig fertig. Ich hörte dem Mann noch eine Weile zu und versprach, der Sache mal nachzugehen. Nachdem ich zweimal quer durch die Stadt gefahren war, traf ich endlich einen Wagenführer, der gesprächiger war, als dies die Dienstvorschrift erlaubte. War ein prima Kerl, dieser Ulmer. Ein wenig scheu. Keine von denen, die ständig eine große Klappe führen. Guter Fahrer. Dennoch hat er einen Mann überfahren. Na, wissen Sie. Die Leute haben keine Ahnung, wie das ist, wenn man hier vorne sitzt. Ständig rennen Leute vor dem Tram vorbei. Jeder glaubt, dass er schnell genug sei. Und die Autos sind etwa so rücksichtsvoll wie junge Versicherungsvertreter. Wenn Sie mich fragen, kann das jedem früher oder später passieren. Ich hatte auch schon einige Male Glück gehabt. War an diesem Ulmer irgendetwas auffällig? Hat er vielleicht gespielt oder Kontakt zu zwielichtigen Gestalten? Im Gegenteil. Er war sehr ein korrekter Typ. Ah. Das einzig Auffällige an ihm war seine Freundin. Sehr hübsch. Wissen Sie, was er in seiner Freizeit sonst noch trieb? Ja, er saß in Cafés herum. In Cafés? Ja, in diesen edlen Cafés, in denen sich die edlen Damen an einem Kännchen festhalten. Keine Ahnung, was er daran so toll fand. Ich bedankte mich bei dem Mann und versprach ihm, künftig wieder ab und zu eine Fahrkarte zu lösen, damit es mit den Verkehrsbetrieben wieder aufwärts ging. Zuerst ging ich aber noch abwärts ins Polizeipräsidium. Schwieriger Fall. Es gibt keinerlei Hinweise. Dieser Ulmer war ein völlig unauffälliger Typ. Hat sein Vater Sie auf den Fall angesetzt? Kein Kommentar. Ich wollte von Ihnen bloß den Namen jenes Mannes, der von Ulmer überfahren wurde. Ist kein Geheimnis, stand ja in der Zeitung. Karl Luchsinger. Der ehemalige Stadtrat? Genau der. War ein ziemlich hohes Tier in der Wirtschaft. Hatte Chancen, zum neuen Chef dieser Kulturstiftung zu werden. Wie hieß die gleich? Wurde der Unfall untersucht? Ja. Zeugen haben ausgesagt, dass Luchsinger nicht aufgepasst habe.